Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Partner, Beziehungscoach, Psychologe und dieser Videoblog rund um die Themen Denkbeziehung, Liebe. Und ja, wir haben natürlich momentan stark das Thema Polarität im Fokus. Ein neues Buch ist draußen zum Thema Polarität, ganz viel Dating-Tipps übrigens auch und Forschungsergebnissen zum Thema Polarität, woher kommt Polarität überhaupt? Und es gibt auch, packe ich auch nochmal drunter als Link, auch den großen Polaritätskurs jetzt zum Buch praktisch. Und daraus, ich verlinke dir auch nochmal einen Artikel, heute mal ein Thema, also gibt es einen Frühbucherpreis, geht am 1. November los, deutlich vergünstigt jetzt für diejenigen, die jetzt einsteigen. Über die drei männlichen Polaritätsarchetypen. Also viele haben ja Schwierigkeiten mit diesem Polaritätskonzept, weil das ja auch wirklich sehr, irgendwie ist es auch sehr simpel, aber auf eine Art ist es auch vielschichtig, weil es eben unterschiedliche Polare, gibt zwei Frauen auch, da habe ich auch noch ein Video zu machen, wenn ihr es haben wollt, schreibt es mal drunter. Die, es gibt auch drei weibliche Polaritätsarchetypen. Und ich denke, wenn wir jetzt über diese drei Archetypen reden, dann werdet ihr auch merken, ja, es gibt halt die Bad Guys, die man attraktiv findet, weil sie polar sind, weil das eben auch ein Archetyp ist. Es gibt aber auch, man kann aber auch nette Männer haben, die total polar sind. Und Archetypen heißt natürlich immer, dass Archetypen ist da sowas, so, was bei uns im kollektiven Unbewussten sind, so Kernursprungsfiguren, die man jetzt so in dieser Reinheit natürlich im echten Leben nicht wiederfindet, genauso wie Schneewittchen halt ein Märchen ist und nicht wirklich so passiert ist, aber ganz viele archetypische Informationen hat zum Beispiel Schneewittchen, auch sehr polares Märchen übrigens. Und ja, diese drei Archetypen gehen wir jetzt mal durch. Und der erste ist der, ja, der Versorger, könnte man sagen, so, ne? Also Versorger ist halt jemand, der ja sehr beschäftigt damit ist, zum Beispiel sich um seine Familie zu kümmern. Jemand, der ja hart arbeitet, zuverlässig, mit dem man gut auskommt. Das zeigt ja auch viel die Forschung, dass Frauen durchaus, vor allen Dingen erfahrene Frauen, dass sie schon gucken, was hat der Mann für einen Charakter. Die wollen eigentlich keinen Bad Guy daten. Das nennt man so Verträglichkeit in diesem Fünf-Faktor-Modell der Persönlichkeit, was gerade so das Aktuellste ist in der Psychologie. Da übrigens auch Tests zu bei mir auf der Webseite umsonst. Also diese Verträglichkeit wird ja durchaus selektiert von Frauen. Und aber wenn seine Grenzen überschritten werden, auch von diesem Versorgertyp, dann ist er durchaus bereit, ja, zu verteidigen, seine Frau auch zu beschützen. Und wie gesagt, vielleicht denkt ihr jetzt, ja, das brauchen wir doch heute alles gar nicht mehr. Aber ich kann euch nur sagen, wenn ein Mann eine Frau abtören will, das Schnellste, was er machen kann, ist, sie nicht zu beschützen in irgendeiner Gelegenheit, wo sie verbal zum Beispiel attackiert wird oder auch bedrängt wird. Sie da nicht zu beschützen, ist so der größte Turn-off für Frauen. Wenn du anderer Meinung bist, hast du es wahrscheinlich noch nicht erlebt. Also von daher könnte man jetzt sagen, ja, Frauen können sich auch heute selber beschützen. Na gut, ich meine, gibt noch genug Situationen, wo sich Frauen unwohl fühlen, nach wie vor heutzutage, denke ich, ist ja auch jedem klar. Und ja, das steckt immer noch genetisch in uns drin, so, ne? Dieses, also definitiv, heute denke ich, ist es auch noch nötig in vielen Punkten, aber früher noch viel mehr musste die Frau eben auch beschützt werden vor anderen Männern irgendwie so. Es war einfach so, ne? Und das ist ein sehr polares Thema. Ist es trotzdem nicht hier so der Nice Guy? Weil, wie gesagt, wenn die Grenzen von diesem Versorgertyp überschritten werden, ja, dann kann er auch durchaus zum Bad Guy werden und fährt eben die Zähne aus. Ist eigentlich ein Typ, der, glaube ich, gut ist zu suchen, vor allem wenn man langfristige Beziehungen haben will. Wird vielleicht oft verwechselt mit einem Nice Guy, der auch nett ist, aber keine Grenzen hat. Und kommt vielleicht manchmal auch zu schlecht weg, so dieser Typ, denke ich manchmal. Dann haben wir den Aggressor, wird das hier genannt. Das ist, ja, jemand, der, also es scheint so zu sein, könnt ihr auch mal für euch gucken, dass Männer zu beobachten, wie sie
sich wehren gegen andere Männer, und wenn es auch nur um Sport ist zum Beispiel so, und auch aggressiv sind anderen Männern gegenüber, scheint sehr sexy zu sein. und auch, ja, es ist eigentlich das gleiche, auch wieder ein ähnliches Thema, so jemand, der sozusagen aggressiv sein kann, der sich durchsetzen kann, der auch, sagen wir mal, nur auch verbal konfrontationsfähig ist, der ist natürlich wieder ein guter Versorger. also potenziell wäre er ein guter Versorger und kann seine Frau halt beschützen, hat hohen Status, und das wird so unbewusst sexuell halt selektiert. Aber das ist eben jetzt auch so der klassische Bad Guy, der halt, ja, oft aus diesen Gründen halt irgendwie polar und interessant wirkt, aber eben auch führen kann zu hochtoxischen Beziehungen, wenn da drunter halt nichts ist, wenn da keine Tiefe ist, wenn da keine Loyalität ist, könnt ihr damit nichts anfangen. Und man hat sozusagen nur, in Anführungsstrichen, nur die Polarität, die sich vielleicht auch mal gegen einwendet, womöglich, und hat eben, ja, eben nicht die Kompatibilität so, ne? Aber ja, es, was ich so sehe, wird es viel selektiert, nach wie vor irgendwie, ne? Und, aber wie gesagt, das sind Archetypen, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht so eins zu eins umsetzt. Ich hoffe, das ist so verständlich. Und der dritte polare Typ ist der Held. Das ist natürlich auch jemand, der, ja, also jemand, der sehr erfolgreich ist. Es kann auch der Held im Jazzclub sein, der beste Jazzpianist irgendwie. Beim Held ist jetzt ein bisschen anders. Also der Held zeigt auch Stärke, aber anders als beim Bad Guy ist in diesem Archetyp des Helden ist auch so ein moralischer Kompass enthalten. Und klar geht es ja auch um Beschützen, aber ja, es ist eben Beschützen im Sinne von was Gutem irgendwie, ne? Also ein Held kann natürlich auch irgendwie so eine Führungspersönlichkeit sein, kann Führer einer Bewegung sein. Wie gesagt, es kann auch im Kleinen, es kann auch der Held im Tauchclub sein, sage ich mal. Muss immer wieder sagen, es sind Archetypen, ne? Man darf das nicht zu sehr eins zu eins übersetzen. Und man könnte sagen, der Held vereint auch so ein bisschen dieses potenziell aggressive, also konfrontationsfähig mit versorgend und hohem Status gleichzeitig. Ja, es ist ein sehr starker Archetyp, ist auch verwandt zu dem König und all diese Sachen so. Und hat eben nochmal dieses Statuselement sehr stark mit drin, was auch, ja, von was Frauen halt nach wie vor selektieren. Männer selektieren auch Status, aber für Männer ist Status was anderes, als was für Frauen Status ist. Und ja, das könnte man natürlich sagen, nein, ist doch alles Quatsch und ich würde auch den Nerd nebenan daten. Also mein Nerd kann natürlich auch ein Hero sein, aber ist alles Blödsinn, wir können alles frei wählen, aber das zeigt eben die Forschung, was ich auch sehr deutlich zeige hier, dass wir nach wie vor stark gesteuert werden von unseren Sexualstrategien. Das ist auch nichts Schlimmes, so, ne? Nur dagegen anzukämpfen, das macht das Leben halt wahnsinnig anstrengend, stört beim Dating, man versteht sich selber nicht und ja, macht sich das Leben unnötig schwer. Ja, wenn ihr auch Fragen dazu habt oder wenn ihr gerne auch nochmal die drei Polaritätsarchetypen von Frauen haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Holt euch mal ein Buch. Ich weiß nicht, wie groß die erste Auflage ist. Ich habe schon gesehen, dass schon, ich glaube, also bevor es überhaupt auf dem Markt ist, sind schon über 2000 verkauft worden. Also seht zu, dass ihr noch eins kriegt. Und ja, wenn ihr noch tiefer gehen wollt, dann schaut gerne mal in den großen Polaritätskurs rein. Wie gesagt, das ist nicht, ich habe ja noch einen Datingkurs an der Polarität, da kann man auch ein Paket erwerben. Auch zum Frühbucherpreis, aber trotzdem ist was anderes als der Datingkurs, auch wenn es natürlich thematisch sehr ineinander übergeht, ist ja keine Frage. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten rein. Ich gucke mal, ob ich heute Abend wieder ein Let's Play mache auf Twitch. Wann haben wir das denn immer gemacht? Twitch um 20 Uhr, ich glaube, ich mache das mal heute wieder. Ein bisschen Harry Potter spielen, ein bisschen quatschen mit den Leuten, die dann da sind. Findest du unter twitch.tv/liebeship. So ähnlich wie YouTube, auch wenn ihr da nicht wart. Ist aber kein, ich sag mal, das ist wirklich so ein Laberformat. Ist für mich auch so halb. Also ich beantworte da auch Fragen, aber wir quatschen auch immer. Was weiß ich, wir haben letztes Mal über Quantenphysik gesprochen. Also es ist
wirklich, ich spiele nebenbei ein Spiel, also klassisches Let's Play, ein bisschen quatschen, einfach ein bisschen was Entspanntes. Alles klar, ihr Lieben, vielleicht sehen wir uns auch auf Verlesung nächste Woche. Freitag sind wir in Hamburg, da könnt ihr auch ganz spontan kommen. Gibt sicherlich noch, wird auch, wenn auch, viel Tickets über die Abendkasse verkauft, das ist so ein anderer Veranstalter. Und am Sonntag sind wir in Karlsruhe, das ist so ein großer Kinosaal, da gibt es bestimmt auch noch Tickets, aber könnt ihr auch vorher noch erwerben. Und ja, die in Hamburg und München, die sind fast ausverkauft, glaube ich. Und er guckt einfach mal auf den Lesungsplan. In Berlin haben wir nochmal 10 Karten locker gemacht. Die waren da nicht ausverkauft. Da habe ich nochmal 10 Plätze gekriegt. Und wir gucken dann nach dem dritten Termin. Ja, haltet euch einfach auf dem Laufenden, auf der Lesungsliste, und ich freue mich tierisch, euch da zu sehen. Ciao, ihr Lieben.